Die letzte Verschwörung ist eine parodistische Fahrt durch den Abgrund der heutigen Verschwörungsmythen. Der Protagonist ist der erfolgreiche Talkshows-Moderator Friedrich Quandt, der in einen Whirlpool von Verschwörungstheorien gerät und sie sind alle wahr. Die Handlung, es beginnt mit schicksalhaften Begegnung mit einem vermeintlichen Flachhaarherr, durch den Quandt zunehmend in die Welt Zweifler schlüpft, Welt lauert hinter jeder Ecke, die noch im Weg ist, aber gleichzeitig ist es noch realer als in vorherigen. Das endet in einer zunehmend burlesken und schrill und selbstspitzen aus menschlichem Fleisch spielen eine Rolle. Wenn Quandt endlich die letzte Verschwörung enthüllt, bleibt nichts mehr wie zuvor. Verbindung zu Offenbach, die zeitgenössische Operette, stammt aus dem Komponisten Moritz Egeret, der vom Volk Opera-Direktor Lott Dbier geleitet wird, die frühen Operettas von Offenbach mit der neuesten Theatersprache. Erziel seiner Premiere im Volksoper sagt Egeret, die Geschichte des Genres ist durch einen Hau von Nostalgie und natürlich Unterhaltung gekennzeichnet. Traditionell war die Operette jedoch immer verbunden mit dem Kritikaltheater, das sich aktuellen Themen befasst. Die letzte Verschwörung von dieser Tradition. Das Stück ist brandneu. Ledernet war dort bei der Premiere in den Themen wie Route Emeto oder Ibiza nicht fehlen sollte. Sie können hier Eindrücke des Abends finden. Volksoper@